Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist der Beginn einer neuen kleinen Videoreihe, in der ich zeigen werde, wie man mit ESP Home, einem Mikrocontroller und ein paar Sensoren ein kleines IoT-Szenario umsetzt, nämlich Daten aufnehmen, an einen zentralen Server zu schicken und später auch den Mikrocontroller von dem zentralen Server aus zu steuern. Dieses Video ist das erste Video in der Reihe. Hier werden wir so dieses klassische Hello World machen. Das Hello World im Bereich Mikrocontroller ist immer eine LED zum Leuchten oder zum Blinken zu bringen. Außerdem werden wir die notwendige Software auf dem Mikrocontroller installieren. Also, lasst uns anfangen. Das erste, was wir tun, ist klassisches Hello World im Bereich Mikrocontroller und Elektronik. Wir versuchen eine LED zum Leuchten zu bringen. Ich habe jetzt hier eingeblendet, wie der Schaltplan dazu aussehen kann. Ja, man sieht hier den Mikrocontroller, den ich verwende. Das ist ein D1 Mini. Und der D1 Mini ist auf dem Breadboard verbunden mit einer LED. Und an der LED ist auch nochmal ein kleiner Vorwiderstand dran, sodass die LED nicht kaputt geht. Diese Schaltpläne sind auf GitHub verfügbar. Einen Link dazu werde ich in die Beschreibung des Videos packen. Hier sieht man jetzt die Schaltung, wie ich sie aufgebaut habe. Man erkennt hier meinen Mikrocontroller, das ist ein D1 Mini, Wemos D1 Mini, andere Mikrocontroller würden auch funktionieren. Eine Liste der Mikrocontroller, die mit ESP Home funktioniert, zeige ich später noch. Der 5-Volt-Ausgang ist hier mit diesem Bereich über den roten Draht mit dieser Leiste des Breadboards verbunden. Ja, das ist so eine durchgehende Leiste, die kann man verwenden, um Spannung zu verteilen über das Breadboard. Der Minuspol, der ist hier mit G bezeichnet für Ground, ist mit diesen Pins des Breadboards verbunden. Und hier habe ich die LED. Ich ziehe die mal raus. Man sieht, das lange Beinchen ist hier über diesen roten Draht mit dem 5 Volt, also mit dem Pluspol verbunden. Und das kurze Beinchen der LED ist über diesen Widerstand mit dem Minuspol verbunden. Der Widerstand, das erkennt man vielleicht in dem Video nicht so genau jetzt. Der hat die Farbe rot-rot-braun. Daraus kann man ableiten, was das für ein Widerstand ist. Hierzu gibt es zum Beispiel eine schöne Webseite, diese Resistor Color Code Calc. Und wenn man da jetzt eben die drei Farben eingibt, wir haben hier ein Rot am ersten Ring, am zweiten Ring ein Rot und beim dritten Ring ein Braun, dann erkennen wir hier das Ergebnis. Das ist ein 231 Ohm Widerstand. Ja, und dieser Widerstand, der wird jetzt dazu sorgen, dass bei der LED nicht die vollen 5 Volt anfallen, sondern eine geringere Spannung und somit wird diese LED vom Durchbrennen geschützt sein. Was ich jetzt einfach machen muss, ist, ich kann einfach diesen Mikrocontroller hier jetzt mit dem Strom verbinden, mit dem USB-Port von meinem Computer. Man sieht hier kurz eine LED, Status-LED aufblitzen und jetzt leuchtet unsere LED. Also, damit haben wir es geschafft, die LED über den Mikrocontroller mit Strom zu versorgen und die leuchtet einfach. Das ist jetzt erstmal nicht besonders spektakulär. Was wir natürlich gern machen möchten als nächsten Schritt, ist diese LED über den Mikrocontroller zu steuern. Und dazu werden wir das Projekt ESP Home verwenden. Die Infos zum ESP Home Projekt findet man auf der Webseite esphome.io. Die habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier findet man alles, was man über dieses Projekt wissen muss. Als erstes kann man auf Plattformen klicken und findet die Informationen, für welche Plattformen dieses Projekt überhaupt geeignet ist. Wenn man hier ein Stückchen nach unten scrollt, dann sieht man, dass es für ESP8266, ESP32 und noch eine Reihe von anderen Plattformen geeignet ist. Wenn man auf die Plattform klickt, bekommt man da ein bisschen Informationen, wie man dieses ESP Home so konfiguriert, dass es für eine bestimmte Plattform funktioniert. Ich verwende hier ein D1 Mini. Wir werden später sehen, dass ich dann in der Konfiguration hier D1 Mini verwenden werde, statt dem, was hier auf der Webseite gezeigt ist. Doch bevor wir das tun können, bevor wir irgendwas machen können, müssen wir dieses ESP Home installieren. Und das besteht aus zwei Schritten. Wir installieren zuerst die ESP Home Software auf unserem Computer und bringen dann eine durch ESP Home installierte Firmware auf den Mikrocontroller. Also quasi ein Betriebssystem für den Mikrocontroller bauen wir uns und bringen es auf diesen Mikrocontroller. Wie installiert man ESP Home? Das ist ganz einfach. Dazu
benötigt man eigentlich nur eine Python-Installation auf dem Computer. Wie man Python installiert, das findet man recht einfach raus. Da gibt es sehr viele Anleitungen im Netz. Ich habe auch einen Python-Kurs gemacht, einen Python-Videokurs. Auch da ist eine Anleitung für die Installation vorhanden. Wenn man Python installiert hat, kann man auf die Kommandozeile gehen und dort mit dem Befehl pip neue Pakete nachinstallieren. Und genauso funktioniert das auch mit ESP-Home. Also ich kann jetzt mit dem Befehl ESP-pip install ESP-Home das ESP-Home-Projekt installieren. Wenn ich diesen Befehl ausführe, dann dauert das ein paar Sekunden. Die notwendigen Bibliotheken werden heruntergeladen und installiert. Und ich bin jetzt bereit, um mit ESP-Home zu starten. Wie macht man das? Der Befehl, um ESP-Home, die Anwendung auf dem Computer auszuführen, ist ESP-Home-Dashboard. Und man muss dann noch einen Pfad angeben, wo die Konfigurationsdateien für ESP-Home gespeichert werden sollen. Ich speichere die in dem aktuellen Verzeichnis. Wenn man diesen Befehl ausführt, dauert es kurz. Und dann bekommt man die Info, dass das Dashboard für ESP-Home jetzt läuft. Und auf dies können wir jetzt zugreifen. Dazu wechsle ich nochmal auf meinen Browser und gehe jetzt hier auf die URL localhost und dort 6052. Und hier sehen wir den Startbildschirm von ESP-Home. Ich mache den mal ein bisschen größer, dass man das aus dem Video besser erkennt. Was ich jetzt hier machen kann, ich kann ein neues Gerät, ein neues Device anlegen und kann das dann vorbereiten, um die ESP-Home-Firmware auf diesem Gerät zu installieren. Genau das machen wir jetzt. Ich lege hier ein neues Device an. Hier gibt es ein paar Informationen dazu, die überspringen wir mal. Und ich gebe dem Device jetzt einen Namen. Ich nenne das IoT Intro. Und ich kann jetzt auf Next klicken. Wenn man das zum ersten Mal tut, dann muss man hier an der Stelle auch noch Wi-Fi-Netz und Passwort eingeben. Das ist das Wi-Fi-Netz und Passwort, das dann verwendet wird, damit der Mikrocontroller sich auch mit dem Wi-Fi verbinden kann. Ich habe das zuvor schon gemacht. Ich hatte vorher schon mal so einen Mikrocontroller installiert. Deswegen werde ich jetzt nicht nach Wi-Fi-Netzwerk und Passwort gefragt. Diese Konfiguration des Wi-Fi-Netzwerks und Passworts, die werden hier in den Secrets gespeichert. Hier oben gibt es so einen Link der Geheimnisse, ja, da sind die Passwörter hinterlegt. Meine Passwörter werde ich jetzt nicht zeigen. Ich gehe jetzt einfach zum nächsten Schritt. Was ist der nächste Schritt? Ich sage jetzt hier einfach Next. Ich muss dann noch auswählen, um welche Art von Gerät es sich bei mir handelt. Ja, das ist bei mir so ein ESP8266. Ich klicke hier auf diesen Link und man sieht im Hintergrund schon, das Gerät wurde angelegt und eigentlich ist die Konfiguration erledigt. Ich kann die jetzt hier installieren. Ich werde an der Stelle jetzt nicht installieren, sondern ich klicke mal auf Überspringen. Was wir jetzt hier sehen ist, hier ist unser Gerät, das ich gerade angelegt habe. Und wir können über diesen Edit-Knopf jetzt die Konfiguration dieses Gerätes editieren. Mal da draufklicken und dann sehen wir, das Gerät hat einen Namen, zum Beispiel IoT Intro. Man kann hier auch noch einen freundlicheren Namen vergeben. Das mal My D1 Mini, dass man auch den Unterschied sieht. Und jetzt kommt der interessante Teil. Hier ist das Board festgelegt. Ja, es wurde jetzt ein bestimmtes Default Board gewählt. Das passt aber nicht zu meinem Mikrocontroller. Mein Mikrocontroller ist ein D1 Mini. Deshalb ändere ich jetzt hier die Konfiguration auf ein D1 Mini. Um herauszufinden, welche Plattformen es gibt, ist die Dokumentation von ESP Home sehr gut geeignet. Wenn ich hier drüber gehe, dann bekomme ich auch so ein Pop-up mit einem direkten Link. Ja. Hier bin ich jetzt auf der ESP Home Webseite. Hier gibt es einiges an Informationen. Jetzt sind wir genau auf der Ebene der Plattformen. Und da gibt es dann auch einen Link zu der Liste der möglichen Boards und deren Namen. Und man könnte jetzt hier zum Beispiel auch nach dem D1 Mini suchen. Ja, dann sieht man hier, es gibt verschiedene Varianten. Ja. Es gibt diesen D1 Mini Lite, es gibt den D1 Mini Pro. Ich glaube, ich habe diesen hier oder diesen meine ich. Ja, und dann, wenn man dann weitersucht in der Dokumentation, dann findet man hier auch die entsprechende Konfigurationsvariable, die man einsetzen kann. Also in meinem Fall ist das D1 Mini. Ansonsten ist hier ein bisschen was konfiguriert. Wir werden kein Home Assistant Integration verwenden, von daher entferne ich das mal. Es gibt ein Passwort für Over-the-Air-Update. Später, wenn die Firmware das erste Mal auf dem Mikrocontroller ist, müssen wir den nicht mehr mit dem Computer verbinden über USB, sondern können einfach über das WLAN eine neue Version hochladen. Hier sind mein WLAN-Passwort und Secret hinterlegt. Ja, das ist der Zugriff auf
die Geheimnisse, die in dieser Secrets-Datei liegen. Außerdem, falls der Mikrocontroller sich nicht verbinden kann mit einem WLAN, dann geht er in so einen Hotspot-Mode, dass man sich auch direkt wieder mit dem verbinden kann. Das lassen wir auch drin, das ist manchmal fürs Debugging ganz gut. Und ich speichere jetzt diese Änderung. Die Konfiguration, die ich hier gemacht habe, die müsst ihr jetzt nicht abtippen. Die Information dazu findet sich in einem GitHub-Repository, das ich auch im Video entsprechend verlinke. So, nachdem das gespeichert ist, können wir jetzt beginnen und diese Firmware auf dem Mikrocontroller installieren. Das mache ich hier über die drei Punkte und Install. Jetzt ist die Frage, wie ich installieren möchte. Ich installiere oder konfiguriere diesen Mikrocontroller zum ersten Mal. Deshalb verwende ich die Variante, dass der Mikrocontroller mit USB zu dem Computer verbunden ist, auf dem auch das ESP Home Dashboard läuft. Mal da draufklicken, können wir den USB-Port auswählen, an dem der Mikrocontroller hängt. Und wenn ich das mache, dann startet jetzt hier das Erzeugen der Firmware. Da wird C++ Programmcode kompiliert. Ja, also da wird nicht einfach ein Python-Skript auf den Mikrocontroller gepackt, sondern wirklich ein Programm kompiliert, speziell für diesen Mikrocontroller. Das dauert ein paar Sekunden. Man sieht dann irgendwann hoffentlich eine Success-Meldung, die sehen wir hier. Wenn das erfolgt ist, dann sehen wir, dass jetzt hier am unteren Ende, dass die Firmware auf den Mikrocontroller kopiert wird. Und nach kurzer Zeit ist dann ja die Software auf dem Mikrocontroller installiert. Und wir sehen hier Log-Ausgaben, die jetzt schon von dem Mikrocontroller kommen. Und wir erkennen sogar, dass der sich hier schon mit dem Hotspot, den ich mit meinem Handy aufgemacht habe, verbindet hat. So, und damit ist der Mikrocontroller jetzt mit ESP Home bereit, um damit zu arbeiten. Ich klicke jetzt hier auf Stopp. Das hält nur diese Logging-Ausgabe an. Der Mikrocontroller läuft weiter. Und was wir jetzt hier erkennen, ist schon, dass dieser Mikrocontroller online ist. Ja, also der ist im WLAN, in dem gleichen WLAN, wo auch jetzt mein Computer ist. Und damit könnten wir jetzt loslegen. Das ist erstmal noch relativ unspannend. Wir können noch nicht viel tun. Als ersten Schritt editiere ich jetzt nochmal die Konfiguration und füge hier noch ein Kommando hinzu, nämlich das Kommando Webserver. Ich speichere die Konfiguration und ich installiere sie auch direkt wieder. Diesmal nehme ich den Weg über Wireless. Die ESP Home Firmware ist schon auf dem Gerät, deshalb kann ich diesen Weg verwenden. Wieder, das kennt man jetzt schon, wird der Source Code kompiliert. Es dauert wieder ein paar Sekunden und dann auf den Mikrocontroller übertragen. Ja, die Übertragung ist jetzt über das WLAN-Netzwerk erfolgt. Und wenn wir noch kurz warten, dann sollte sich dieser Mikrocontroller gleich wieder verbinden. Ich schließe das mal. Ja, und wir sehen jetzt wieder, dass wir hier online sind. Ja, also der Mikrocontroller ist mit dem WLAN verbunden. Und außerdem gibt es jetzt hier noch einen neuen Link, nämlich Wizard. Wenn wir hier draufklicken, dann kommen wir auf eine Webseite, die direkt auf dem Mikrocontroller läuft. Also auf dem Mikrocontroller ist jetzt ein kleiner Webserver, der stellt uns diese Webseite zur Verfügung. Und auf dieser Webseite finden wir Informationen über den Mikrocontroller. Ist bisher noch nicht viel. Wenn irgendwas passiert, würden wir hier in diesem rechten Bereich Log-Ausgaben sehen. Ja, die sind aktuell auch leer. Und es gibt noch nicht viel zu sehen, aber auf jeden Fall ist das unser Mikrocontroller mit ESP Home und der Web-Oberfläche. Damit haben wir jetzt eigentlich alles vorbereitet, um eine LED über diesen Mikrocontroller zu steuern. Was wir dafür tun müssen, ist Schaltung auf dem Breadboard anpassen und die Konfiguration für unseren Mikrocontroller anpassen. Fangen wir mit der Schaltung auf dem Breadboard an. Hier ist die Schaltung, die man jetzt auf diesem Breadboard aufbauen kann, sie ändert sich eigentlich gar nicht viel, sondern es wird nur die LED mit der Spannung verbunden, sondern mit einem der Ausgänge des Mikrocontrollers. In der Grafik ist das D1. Ich werde gleich einen anderen Pin verwenden, D2. Ich habe nämlich irgendwas bei diesem Mikrocontroller kaputt gemacht. Der D1-Pin funktioniert bei mir nicht mehr. Also, jetzt baue ich als erstes einfach die Schaltung auf meinem Breadboard um. Also man sieht jetzt, die LED, das lange Beinchen, ist jetzt mit dem Ausgang D2 verbunden. Wie gesagt, auf der Grafik war das D1. Man kann eigentlich jeden beliebigen verwenden. Ich werde jetzt D2 verwenden. Und was wollen wir jetzt tun?
Jetzt wollen wir diese LED steuern und bietet verschiedene Komponenten an, die man verwenden kann. Das sind zum einen Sensorkomponenten, aber auch Output-Komponenten, wie zum Beispiel eine Lichtausgabe. Wenn ich hier jetzt auf die Dokumentation zu ESP Home gehe, dann sind es hier verschiedene Komponenten. Es gibt zum Beispiel Light Components, ja. Und das, was ich verwenden werde, ist das Monochromatic Light. Das ist ein einfarbiges Licht, ja, das ich aber in der Helligkeit steuern kann. Wenn jetzt ein bisschen hier nach unten scrollt, dann sieht man, dass es hier so ein Beispiel der Konfiguration gibt. Ich kopiere mir diesen Teil einfach mal. Und jetzt gehen wir zurück auf unser ESP Home Dashboard und ändern die Konfiguration für unseren Mikrocontroller. Und zwar gehen wir hier ganz ans Ende und kopieren einfach mal diese Beispielkonfiguration hier rein. Ich nenne die in der Kommentierung auch Rode LED. Was sehen wir jetzt hier? Also wir haben hier so eine Lichtkomponente, eine monochromatische Lichtkomponente. Der können wir jetzt einen Namen geben. Nennen wir sie Red oder Rote LED. Rote LED. Und diese Lichtkomponente befindet sich an einem Ausgabepin, Output-Pin des Mikrocontrollers. Ich nenne die jetzt mal um auf Output LED. Und dieser LED-Output, das wird in dem Bereich Output definiert. Hier wird festgelegt, dass es sich um einen Output handelt, eine bestimmte Plattform, ja. Details dazu können wir in der Dokumentation nachlesen. Diese Plattform ist dafür zuständig, dass ich eben so eine LED auch in der Helligkeit regeln kann. Die hat eine ID. Diese ID müssen wir anpassen. Ich habe das Output LED genannt. Und die ist mit einem bestimmten Pin verbunden. In meinem Fall ist das der Pin D2. Was man jetzt erkennt, ist, dass hier so eine rote Linie ist. Da ist ein Fehler, ja. Und wenn ich da mit der Maus drüber gehe, dann bekomme ich die Information, dass D2 als Ausgabe für das Board D1 Mini nicht bekannt ist. Das Problem ist, dass ich hier ein Typo gemacht habe. Das muss ein kleines D1 sein. Ja? Und sobald ich dieses Board, das ich verwende, richtig schreibe, dann ist auch der Check hier korrekt. Also diesen Pin D2 gibt es. Speichern wir das Ganze und installieren es wieder auf unserem Mikrocontroller. Kennen wir schon, dauert ein paar Sekunden. Jetzt werden hier wieder neue Komponenten hinzugefügt zu der Firmware. Die ganze Firmware wird erstellt und dann auf den Mikrocontroller hochgeladen. Und nach wenigen Sekunden ist dann der Mikrocontroller auch wieder online. Ich schließe das hier wieder und gehe auf die Webseite des Mikrocontrollers. Ich mache das ein bisschen größer, dass man es besser lesen kann. Und was sehen wir hier? Direkt haben wir jetzt einen neuen Bereich, nämlich hier, der nennt sich Rode LED, ist aktuell aus und hier gibt es so einen Knopf, mit dem ich die LED an- oder ausschalten kann. Im rechten Bereich sehe ich hier, dass auch Log-Informationen gegeben werden, ja, dass irgendwie ein Setting für etwas, das sich Rode LED nennt, geändert wurde. Und wenn wir uns jetzt gleichzeitig auch anschauen, was hier passiert mit dem Mikrocontroller. Sobald ich hier auf Anklick, sehen wir, die LED geht langsam an. Wenn ich auf Off klicke, geht sie wieder langsam aus. Ja, das ist so ein Feature, das da noch eingebaut ist. Es gibt so eine Anschaltphase von einer Sekunde. Da könnten wir auch einen anderen Wert setzen. Außerdem gibt es hier so einen Helligkeitsregler. Ich drehe den mal ein bisschen runter. Dann sehen wir, unsere LED wird dunkler. Das ist jetzt fast nicht mehr zu erkennen hier im Video. Und ich drehe sie wieder nach oben. Dann wird die LED wieder heller. Ja, so kann ich jetzt die LED schon über den Mikrocontroller steuern, nur indem ich ein paar einfache Konfigurationsbefehle in die Konfigurationsdatei geschrieben habe. Bauen wir das mal noch weiter aus. Wir können bei der LED auch noch sagen, oder bei unserer Lichtkomponente, dass die bestimmte Effekte haben soll. Ich glaube, da gibt es so einen Effekt wie Pulsieren. Das Ganze muss natürlich Effekt heißen und nicht Effekt. Speichern wir das und installieren es wieder.
dauert wie immer ein paar Sekunden. Und wenn wir jetzt wieder zu unserem Mikrocontroller gehen, ja, ich kann nach wie vor die Lampe an- und ausschalten, das sieht man hier auch wieder. Aber ich kann jetzt auch so einen Pulsierungseffekt einstellen. Ja, und jetzt sieht man schön, dass die LED so blinkt. Wenn ich mir hier die Dokumentation zu dem Monochromatic-Light anschaue, dann gibt es hier eine ganze Reihe von Informationen. Hier gibt es eine Liste von Light-Effekts, was man damit alles machen kann. Das ist alles sehr genau beschrieben. Da bietet ESP Home eine ganz große Bandbreite von Möglichkeiten. So, damit haben wir es jetzt geschafft, eine LED an- und auszuschalten über unseren Mikrocontroller. Wir müssen dafür aber immer auf die Webseite gehen. Na, schön wäre es ja auch, wenn ich irgendwie einen Schalter hätte, den ich drücken kann und dann der Mikrocontroller die Lampe anschaltet. Wenn ich nochmal drücke, die Lampe ausschaltet. Genau das ist jetzt der nächste Schritt. Um das zu tun, erweitern wir die Schaltung um einen kleinen Taster. Ja, hier ist wieder die Grafik dazu. Die Schaltung ist jetzt so aufgebaut, dass ein kleiner Taster eingefügt wurde. Der wird mit einem Pin des Mikrocontrollers verbunden. Das ist in dem Beispiel der D5-Pin und außerdem mit dem Minuspol des Mikrocontrollers. Und darüber werden wir dann die LED steuern. Wenn der Taster gedrückt ist, geht die LED an. Wenn sie nochmal gedrückt wird, geht die LED wieder aus. Als erstes baue ich jetzt mal diese Schaltung auf und danach schauen wir uns dann die notwendige Konfiguration in ESP Home an. So, also das ist die neue Schaltung. Ja, man sieht hier, die eine Seite des Tasters ist mit dem Minuspol verbunden und die andere Seite hier oben mit dem D5. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Hier, ich drehe das mal ein bisschen. Ja, da sieht man es, das ist der D5. Um jetzt herauszufinden, was wir tun müssen, um so einen Button zu verwenden, gehen wir wieder auf die Dokumentation. Ja, so ein Button fällt unter die Gruppe Binary Sensor, also ein Binärsensor, der hat nur einen Zustand an oder aus. Und der befindet sich hier im Bereich Core. Da gibt es so Binary Sensor Core oder GPIO. Das ist genau das, was wir haben, so ein Pin an unserem Mikrocontroller. Und hier sieht man dann eine mögliche Dokumentation, wie das aussehen kann. Ja, man kann wieder diesen Pin benennen, man kann dem einen Namen geben. Ja. Die Plattform soll GPIO sein. Und genau das fügen wir jetzt in die Konfiguration ein. So, ich habe das mal vorbereitet. Hier gibt es so ein Binary Sensor jetzt, so wie wir ihn schon gesehen haben, der ist vom Typ GPIO. Dann kommt die Konfiguration des Pins und der hat einen Namen und heißt Little Button. Wie ist der Pin konfiguriert? Es ist der Pin mit der Nummer D5. Der ist im Modus Input, das soll also ein Input-Pin sein. Ich korrigiere hier mal noch ein bisschen was, weil eigentlich sollten das groß geschrieben werden. Das habe ich hier nicht gemacht korrekt. Dieser Pin wird mit einem Pull-Up-Widerstand verbunden. Das heißt, wenn sonst nichts passiert, dann ist der auf einem hohen Spannungslevel. Ja, in der Elektronik sagt man dazu auch High. Der ist auf dem Level High. In dem Moment, wo dann unser Knopf gedrückt werden wird, wird der mit dem Minuspol verbunden. Es gibt einen Spannungsabfall auf das Level Low. Und dadurch wird das Schalten erkannt. Dadurch, dass wir hier einen Pull-Up-Widerstand verwenden, dann wird das so aussehen, dass der Pin an ist, wenn nichts getan ist. Ja, das ist ein bisschen ungeschickt, deshalb invertiere ich das Ganze. Also wenn wir nichts machen, wenn der Pin auf dem hohen Spannungslevel ist, dann wird das als aus erkannt. Und wenn wir den Button drücken, dann wird das als on erkannt. Das ist das, was es mit dieser Konfiguration auf sich hat. Speichern wir diese auch wieder und installieren sie auf unser Mikrocontroller. Das können wir jetzt schon. Dauert wieder ein paar Sekunden, weil eine neue Komponente hinzugekommen ist, nämlich dieser Binary Sensor. Dann wird das Ganze auf den Mikrocontroller übertragen und können wieder schließen und hier auf die Webseite gehen. Dann sehen wir, ja, die hat sich geändert. Es gibt jetzt hier auch einen Bereich für unseren Little Button. Testen wir das mal aus. Ich drücke den Knopf. Hier wird On angezeigt. Ich lasse den Knopf los.
Er wird off angezeigt. Und jetzt haben wir erreicht, dass wir einen Button haben, der vom Mikrocontroller erkannt wird. Jetzt müssen wir damit nur noch die LED steuern. In der Dokumentation zu ESP Home, zu dem GPIO-Pin, steht nichts drin, wie ich damit irgendwas steuern kann. In der Sprechweise von ESP Home handelt es sich dabei um eine Automation. Suchen wir mal nach Automation in der Dokumentation. Dann finden wir hier was zu Automations und Templates. Ja, und da kann man sich jetzt durchlesen, was man hier alles tun kann. Zum Beispiel findet man heraus, dass so ein Binary-Sensor ein Event hat, das sich OnPress heißt. Für diese ganzen Events kann ich auch immer testen, ob ein bestimmter Status gegeben ist. Ja, quasi so eine If-Abfrage, unter Bedingungen nur etwas ausführen. Wir wollen hier immer etwas ausführen, nämlich immer wenn dieser Binary-Sensor gepresst ist, soll irgendwas passieren. Jetzt ist die Frage, was hier passieren kann. Wir wollen ja die LED steuern. Gehen wir nochmal zurück zu den Lichtkomponenten. Das Monochromatic Light. Und hier findet man dazu irgendwie nicht viele Informationen, aber es handelt sich hierbei um eine Lichtkomponente, ja. Und bei der Lichtkomponente finden wir heraus, dass es hier, sieht man schon in der Navigation, verschiedene Actions gibt. Hier gibt es Light Turn On, Turn Off und es gibt auch hier so eine Action Toggle. Und hier sieht man jetzt auch schon, was wir gleich verwenden werden. Ja, wir werden nämlich immer dann, wenn der kleine Knopf gedrückt ist, die LED anschalten. Kopieren wir mal diese Konfiguration. Wir editieren wieder unsere Konfiguration hier, nämlich beim Binary Sensor. So, ich habe das jetzt hier eingefügt. Immer dann, wenn der Knopf gedrückt wird, soll irgendwas passieren, nämlich das Licht soll umgeschaltet werden, entweder von an auf aus oder von aus auf an. Welches Licht soll umgeschaltet werden? Das ist unsere LED hier oben. Ja? Wir haben hier diese Lichtkomponente, das Monochromatic Light und da gibt es die rote LED. Dass wir diesen Bereich jetzt hier adressieren können in dieser Automation, dafür müssen wir dieser LED auch einen eindeutigen Identifier geben und also so eine ID. Nennen wir sie ganz kreativ Red LED und das verwende ich auch hier unten. Also, wenn immer der Knopf gedrückt wird, soll die rote LED umgeschaltet werden. Speichern wir das Ganze und installieren es wieder auf unserem Mikrocontroller. Kennen wir schon, dauert ein paar Sekunden. Ich schließe das mal alles wieder und jetzt gehen wir wieder auf die Webseite zu dem Mikrocontroller. Auf der Ebene sieht man jetzt keinen Unterschied. Es gibt immer noch unser Button, immer noch unsere rote LED. Ich kann immer noch diesen Effekt einstellen, dass die LED pulsiert. Ja. Ich kann die LED aus- und einschalten. Aber das Spannende, die Automation, die werden wir jetzt sehen. Wenn ich den Knopf drücke, läuft eine Automation. Das haben wir gesehen hier auf der rechten Seite. Da sind ein paar Informationen ins Log geschrieben worden. Außerdem ist die LED hier an. Ja, sieht man jetzt, die LED leuchtet. Wenn ich den Knopf erneut drücke, geht die LED aus. Wenn ich den Knopf wieder drücke, geht die LED wieder an. Damit haben wir es jetzt geschafft, eine Steuerung mit diesem Mikrocontroller zu implementieren. Ich navigiere nochmal zurück zu der Konfigurationsdatei. Mit relativ wenig Konfiguration haben wir jetzt Folgendes geschafft. Wir haben einen Mikrocontroller, der im WLAN hängt, der über eine Webseite verfügbar ist. An diesem Mikrocontroller ist ein Knopf, den man drücken kann. Der Status wird registriert, ist eine LED, die man schalten kann und Helligkeit regulieren. Und außerdem haben wir eine Automation eingebaut, die dafür sorgt, dass wenn immer dieser Knopf gedrückt ist, dass dann die LED umgeschaltet wird, von an auf aus oder umgekehrt. Das alles mit keinen 50 Zeilen Konfigurationscode im ESP Home Umfeld. Ja, daran sieht man, wie mächtig dieses ESP Home ist, warum ich das ausgewählt habe, um jetzt weitere spannende Projekte damit aufzubauen. Das soll es für das erste Video mal gewesen sein. Ja, wir haben relativ viel geschafft. In weiteren Videos werde ich zeigen, wie man Sensoren mit ESP Home ausliest, wie man ESP Home mit einer Plattform, mit einer IoT-Plattform verbindet, um Daten zu sammeln und Auswertungen zu machen und dann gegebenenfalls irgendwann auch automatische Steuerungen durchzuführen. Bis hierhin, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.